Hallo und herzlich willkommen zu einem der besten Echtzeitstrategiespiele aller Zeiten. Ein Spiel aus dem Jahr 2003, was leider viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, obwohl das Spielprinzip echt genial ist. Impossible Creatures. Also, wir spielen heute die Kampagne. Aus dem Tagebuch von Rex Chance, 8. Juni 1937. Jahrelang hatte ich geglaubt, mein Vater sei tot. Dr. Eric Tschannikow, der berüchtigte Forscher, der vor über 30 Jahren verschwand, nachdem er von der wissenschaftlichen Gemeinschaft verstoßen worden war. Alles, was ich über ihn weiß, stammt aus einer Handvoll alter Zeitungsausschnitte. Aber das hat mir nie gereicht. Bis heute, der Tag, an dem ich einen Brief erhielt, der meine Welt ins Wanken brachte. Mein Sohn, endlich habe ich dich gefunden. Ich lebe schon seit Jahren auf diesen Inseln, arbeite im Exil, um dich und mich selbst zu schützen. Aber langsam werde ich alt. Wahrscheinlich bleiben mir noch viele Jahre, aber ich will es nicht darauf ankommen lassen. Ich möchte meinem Sohn in die Augen schauen, bevor es zu spät ist. Upton Julius, der Mann, der mein Leben gerettet hat und all die Jahre mein Vertrauter war, hat dich auf meine Bitte hin gefunden. Ich möchte, dass du die Wahrheit erfährst. Dein Vater, Dr. Eric Tschannikow. Ich folgte den beigefügten Koordinaten bis zu einem winzigen, frostigen Felseiland am südlichen Ende der Islas Variatas, einer praktisch unbekannten, über 1000 Kilometer langen Inselkette. Sie befindet sich inmitten der unermesslichen Weiten des Südpazifiks und gehört dem reichen Industriellen Upton Julius. Ich liebe einfach diesen Indiana Jones Jurassic Park Vibe, den die Kampagne hat. Holt mich total ab. Habe ich schon als Kind geliebt. Auch wenn ich da nie sehr weit gekommen bin früher. Das Labor unseres Vaters. Hier seht ihr jetzt die coole Technologie, mit der wir unsere eigenen Einheiten entwickeln. Das Gebäude war verlassen. Es gab keine Spuren von meinem Vater. Wir werden beobachtet. Wunderschön, nicht wahr? Sie sind Produkte der Sigma-Technologie. Die perfekte Verschmelzung zweier unterschiedlicher Tierarten. Allem, was Sie in der Natur finden, weit überlegen. Nette, Tierchen.
Ich habe das Gefühl, ich bin hier irgendwie falsch. Ich suche jemanden. Ja, Sie sind auf der Suche nach Dr. Tschernikow, Ihrem lang vermissten Vater. Was ist hier los? Wer sind Sie? Upton Julius, zu Ihren Diensten. Upton Julius? Sind Sie nicht ein Freund meines Vaters? Wo ist er? Sie sollten sich lieber um sich selbst Sorgen machen, Mr. Chance. Ich habe keinen Streit mit Ihnen. Sie können also Ihre Mischlinge zurückrufen. Mischlinge? Wie naiv. Die Sigma-Technologie erschafft weitaus mehr als nur Mischlinge. Sie kombiniert Ängste, Mr. Chance, schafft neue Schrecken. Das werden Sie noch früh genug verstehen. Fangt ihn! Lebend, ja. Aber nicht unbedingt unversehrt. Ruhig, bleib zurück! So, jetzt kennen wir auch den Bösewicht. Sie werden für Ihre Einmischung und Ihren Verrat bezahlen. Und Mr. Chance werde ich mir sowieso holen. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Ich weiß nicht, wer Sie sind, Miss, aber vielen Dank. Ich bin Dr. Lucy Willing, eine Freundin und Kollegin Ihres Vaters. Sie kennen meinen Vater? Wo ist er? Ja, ich... Was war das? Verdammt! Die Rotoren sind überhitzt. Ein Rotor ist ausgefallen. Was kann ich tun? Halten Sie sich fest! Ja, und das ist unser Labor. Ein verdammter fliegender Zug mit Propellern. Also, an dem Spiel ist einfach alles geil. Tiere miteinander vermischen, Steampunk-Elemente, Indiana Jones-mäßige Kampagnensequenzen. So? Fangen Sie keinen Streit mit mir an, Mr. Chance. Oh, mein Labor. Es wird ewig dauern, das alles zu reparieren. Es tut mir leid, dass ich so viele Probleme bereite, aber ich muss wissen, was hier vorgeht. Ich kann alles erklären, aber wenn wir überleben wollen, müssen Sie mir erstmal helfen. Sie haben meine Haut gerettet. Ich werde helfen, wo immer ich kann. Ich brauche einige Zeit, um das Labor zu reparieren, damit wir diese Insel verlassen können. Und Uptons Leute werden sicherlich nach uns suchen. Ganz in der Nähe ist ein Dorf. Die Bewohner hegen keine Sympathie für Julius und seine Männer. Vielleicht bieten Sie uns Ihre Hilfe an. Durchsuchen Sie die Umgebung nach Tieren und sammeln Sie mit Ihrem Fallgewehr Genproben. Mithilfe dieser Proben können wir dann neue Kreaturen erschaffen, um uns zu verteidigen. Nehmen Sie das Fallgewehr und das Funkgerät und lassen Sie uns an die Arbeit gehen. So, neue Ziele, Boss. Dann gehen wir doch auch mal direkt an die Arbeit. Erzeugen? Also, solche wie die Monster, die mich angegriffen ich lege uns haben. Den Rex mal auf die Eins hier und der kann direkt... Kreaturen der Wissenschaft, keine Monster. Lange Krallen, Giftstachel. Also ja, die labern jetzt hier die ganze Zeit rum. Genau, ich habe jetzt den Berglöwen schon mal gesammelt, seine DNA. Und ich lasse die jetzt einfach mal weiter labern und komme dann hoffentlich auch gleich mal zu Wort. Riesige Scheren? Ich habe kein Wörterbuch dabei, aber Monster scheint mir angemessen. So, hier sind unsere Ziele. Lucy soll anfangen, Kohle zu sammeln. Das mache ich jetzt direkt. Ich will das Labor jetzt nicht reparieren, scheiß drauf. Direkt Kohle sammeln. Genau, wir sollen genetisches Material von Tieren sammeln und mit Rex zum Dorf gehen. Zielboss, ich bin bereit. So, ich gucke erstmal, okay. Ob hier noch irgendwo irgendwelche Tiere rumlaufen. Punkte angezeigt. So können Sie feststellen, wo Sie sich befinden. Ziel erreicht. Gute Arbeit, Boss. Hier ist noch das der Coyote, sehr gut. Also, ich bin es eigentlich gewohnt, weil die Kampagne, die spielen wir jetzt erstmal ohne Mod, damit wir auch auf Deutsch spielen können. Und ich will... erstmal die Vanilla-Kampagne auf jeden Fall spielen. Und da kann man halt nicht so weit rauszoomen. Und viele Quality of Life Changes sind hier nicht da. Aber, naja. Das Spiel an sich ist halt einfach geil. Und ich liebe die Kampagne. Ich liebe den Stil. Das ist sowas ganz anderes als alle anderen Spiele irgendwie. Hallo! Was wollen Sie? Sie sprechen Deutsch. Ausgezeichnet. Ich... Freund. Ich brauche Hilfe. Na klar. Unser...
magisches Fluggerät ist kaputt. Sie meinen den Schwebezug, den die Lady hier schon seit einer Woche versteckt. Wir wollten schon die ganze Zeit mit Ihnen drüber sprechen. Seit sie hier aufgetaucht ist, gab es nur Ärger. Zwei Männer suchen nach ihr. Ihre verrückten Viecher verwüsten unsere Iglos und fressen unsere Schlittenhunde. Wir mussten Feuer auf den Pass legen, um ihre Tiere fernzuhalten und am Leben zu bleiben. Aber uns geht langsam das Holz aus. Oben in der Nähe unseres Tempels hält sich ein großes Tier auf, das einen wahren Heißhunger auf Schlittenhunde entwickelt hat. Aber wir haben überhaupt keine Schlittenhunde mehr. Am besten, sie helfen uns und verschwinden von hier. Glaub mir, wir bemühen uns. Du hast zwei Männer erwähnt, die nach der Frau in meiner Begleitung suchen. Wenn ich euch helfe, diese Tiere zu vertreiben, erzählt ihr mir dann, was ihr über sie wisst? Ich denke ja, aber beeilen Sie sich. Wir haben keine Zeit. Okay. Oh, hier ist noch das Stinktier. Fertig. An die Arbeit. Hier oben, genau. Die Dorfbewohner haben mir gesagt, dass sie sich hier eine Weile versteckt hätten. Dass irgendwelche Männer nach ihnen suchen. In was bin ich hier hineingeraten? Ziel erreicht. Gute Arbeit, Boss. Julius ist vor ungefähr einer Woche aufgetaucht und hat ihren Vater mitgenommen. Ich war auf einer Erkundungsexpedition und konnte so der Gefangennahme entgehen. So, also wir haben alle Tiere gesammelt und alle Ziele erfüllt. Genau. Seitdem ist Julius hinter mir her. Warum? Ich weiß es wirklich nicht. Jedenfalls fing alles damit an, dass ihr Vater ihnen einen Brief schickte. Deshalb wusste ich, dass sie kommen würden. Ich hoffe, dass sie mir helfen können, ihn zu finden. Er bedeutet mir sehr viel. Mir auch. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Aber wie können wir Abtons Kreaturen bekämpfen? Mit unseren eigenen Kreaturen. Es gibt neue Ziele, Boss. Okay, also. Wie kann ich, wenn Sie wissen möchten, was als nächstes zu tun ist, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Ziele. Ich kümmere mich sofort darum. Lucy baut uns jetzt erstmal einen Terra-Tank. Und wir hätten eigentlich... Ah, wir haben schon zwei Stromgeneratoren. Das wird uns erstmal reichen. Zusammengesetzte Kreaturen wie die, die Julius bei sich hatte, sind Produkte der Sigma-Technologie. Dr. Tschannikow und ich haben seit Jahren daran gearbeitet. In diesem Labor können wir die Genproben, die sie von den Tieren genommen haben, verwenden, um zusammengesetzte Kreaturen zur Verteidigung unseres Stützpunktes zu erschaffen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Armee-Management, um zum Bildschirm Armee-Konfigurator. So, genug gelabert. Wir bauen uns jetzt mal ein paar coole Kreaturen. Und zwar will ich den Berglöwen und den Kojoten. Die Krallen vom Berglöwen geben uns plus 3 Angriff. Dann haben wir 9. Wir brauchen aber erstmal eine Stufe 1 Kreatur, weil wir können nicht direkt Stufe 2 gehen. Okay, so bekommt er ein bisschen Leben und Verteidigung wenigstens dazu. Aber ich glaube, mehr können wir nicht machen, ne? So vielleicht. Aber bringt ja nichts. Hm, 62, 43. Okay, also machen wir es so. 5 Schaden nur, aber dafür mehr Leben. Okay, Bergote ist unsere Stufe 1 Kreatur. Die brauchen wir jetzt nur mal am Anfang, denke ich mal. Dann machen wir noch mal Kojote und Berglöwe. Diesmal aber auf Stufe 2, also mit Sprungangriff, mit dem stärkeren Biss und den Krallen. Und ja, der widerstandsfähigere Körper bekommt aber diesmal den Schwanz vom Kojoten. Damit wir die von oben besser unterscheiden können später. So. Okay. Was machen wir noch? Ein Fernkämpfer. Das Stachelschwein hat einen Fernkampfangriff, der sehr gut ist, weil er auch Verteidigung durchdringt. Und dann nehmen wir Kojote oder Berglöwe. Kojote wäre günstiger. Und Berglöwe wäre schneller und widerstandsfähiger. Ich erstelle mal beide und wir vergleichen dann direkt. Stachelschwein und Berglöwe. So, vom Angriff her müssten sie beide gleich sein. Zumindest was den Fernkampf angeht. Nahkampf.
ist jetzt halt die Frage, ne? Im Endeffekt werden die auch im Nahkampf landen. Gerade am Anfang sind immer wieder auch Stinktiere dabei beim Gegner. Ist es vielleicht besser, wenn die nicht so schwach im Nahkampf sind? Kosten dann aber halt mehr. Puh, schwierig, schwierig. Ich mach nochmal eine andere Variante. Berglöwe und Stachelschwein. So. Mit den Beinen vom Stachelschwein vorne mit weniger Angriff. Ha. Nee. Okay. Machen wir so. Würde ich sagen. Das wird natürlich auch gehen. Ah, schwierig, schwierig. Vielleicht brauche ich überhaupt keine Stufe 1 Nahkämpfer dann. Ich mache einfach die vorne dran. Als Kanonenfutter. Können wir die noch schwächer machen, theoretisch? So. Sieht das scheiße aus. Aber es sind auch nicht mehr so bulky. Nee, komm, die sollen ja auch ein bisschen Schaden machen. Das passt schon. Probieren wir mal so. Und entwerfen Sie einige Kreaturen. Gute Arbeit. Jetzt können Sie im Terratank jederzeit Kreaturen dieses Typs erschaffen. Vorausgesetzt, wir haben. Okay, und wir erschaffen jetzt mal so viele, wie wir können. Ich sollte einige Tiere zum Dorf schicken, um es zu verteidigen. Die Feuerwehr. Schon ziemlich und Stufe 2 gehen wir halt auch ich glaube, cool. Wir brauchen Kreaturen, die noch zäher und bösartiger sind, Rex. Wenn Sie auf das Labor klicken, stehen neue Entwicklungen so, zur Verfügung, ja, mit deren Hilfe Stufe wir Stufe 2 Kreaturen entwerfen können. Jawohl. Neues Ziel, Boss. Und jetzt? Okay. Kein Problem. Zerstören Sie alle feindlichen Kreaturen auf der Insel. Ja, wir probieren es. Die Feuer gehen aus. So. Entwicklung für Stufe 2 ist abgeschlossen. Ziel erreicht. Gute Arbeit, Boss. Fernkämpfer will ich jetzt auch. Wir können leider kein Strom in Kohle umtauschen. In der Vanilla. Im Vanilla-Spiel. So traurig das auch ist. Aber. Ja. Bringt natürlich auch neue Herausforderungen dann wieder mit sich. Oder andere Herausforderungen, besser gesagt. Was ich zum Beispiel mache, dass ich gerne die Kohlekosten niedriger halte. Ich merke, ich habe kein Hotkey. Oh, hier bin ich falsch. Hier. So. Die Kreaturen werden angegriffen. Ja. Nee. Labor auswählen. Will ich Leertaste. So. Okay. Die Kreaturen werden angegriffen. Die sollen direkt hierher kommen. Ja, okay, es wären wohl doch die günstigeren Kreaturen besser gewesen. Dieser Kohlehaufen ist aufgebraucht. Oh, Kohle. Die Kreaturen geh doch darüber, angegriffen. Das müsstest du doch automatisch machen. Sofort. So. Okay. Die haben die wir schon mal platt gemacht. Können wieder eine neue Kreatur holen.
Ziel erreicht. Jawohl. Arbeit, Boss. Easy. So, mit den Kreaturen wären wir fertig. Verrätst du mir jetzt, was du über diese Männer weißt? Okay, sie sind drüben auf der Nachbarinsel. Das Wasser zwischen den Inseln friert nachts meistens zu und dann schicken sie ihre Kreaturen. Wir bekommen morgen früh also ein wenig Besuch. Können wir die restlichen Reparaturen bis dahin schaffen, Lucy? Ja, aber wir haben nicht genügend Treibstoff, um mit dem Labor zu starten. Treibstoff? Auf der nächsten Insel gibt es Unmengen davon. Großartig, danke. Ja, alles um euer Störenfriede loszuwerden. Verdammte Touristen. Und das war die erste Mission. Und genau, an der Stelle würde ich dann für die erste Folge auch Schluss machen. Ich bin jetzt noch gar nicht so viel zu Wort gekommen, aber ich glaube, der Stil der Kampagne, den kann man hier ganz gut erkennen und des Spiels und warum es so ein außergewöhnliches Spiel ist, auch ein Stück weit. Natürlich wird es erst sehr viel interessanter, wenn wir viel mehr Tiere freigeschaltet haben, die wir miteinander vermischen können und wir dann unendlich viele Möglichkeiten für verschiedene Einheiten haben. Das werdet ihr dann aber alles in Zukunft sehen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass ich euch eins meiner absoluten Lieblingsspiele aus meiner Kindheit präsentieren kann. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Danke, ciao.